Willkommen zum Open Source Client Management System OPSI. In diesem Video wollen wir uns mit der automatischen Betriebssysteminstallation befassen. Zur automatischen Betriebssysteminstallation wird der Client von einem anderen Medium gebootet, in der Regel per PXE oder auch möglich von CD. Und zwar wird da ein von uns bereitgestelltes Linux Boot Image gebootet. Dieses Linux Boot Image bereitet dann die Festplatte vor und startet die Betriebssysteminstallation. Im Prinzip sind hier zwei Varianten möglich, die imagebasierte Installation oder die Installation per Unattended-Verfahren. Im Weiteren beschäftigen wir uns hier mit der Installation per Unattended-Verfahren, das heißt, das Original Microsoft Setup wird gestartet und die notwendigen Antworten werden im Rahmen einer Antwortdatei dem Setup-Programm übergeben. Darüber hinaus wird seitens des Boot-Images die Hardware untersucht und dann auf dem Treiber, auf dem Server die passenden, zu dieser Hardware passenden Treiber herausgesucht und in die Betriebssysteminstallation eingebunden. Wenn wir uns das jetzt mal in der Praxis anschauen, wechseln wir hier zu unserem Management-Interface, suchen uns den entsprechenden Client heraus, den wir neu installieren wollen und wechseln zu den NetBoot-Produkten. Im Tab NetBoot-Produkte verbergen sich die Produkte, die eben per PXE gebootet werden und in der Regel dann eine Betriebssysteminstallation durchführen. Ich wähle jetzt hier ein 64-Bit Windows 7 aus und stelle als Anforderung dieses Produkt auf Setup. Ich habe hier noch verschiedene Parameter, mit denen ich die Installation modifizieren kann, zum Beispiel ob vor der Installation nochmal gefragt wird. Das habe ich hier auf False gestellt. Ich kann hier noch zusätzliche Treiber einbinden. Ich kann dafür sorgen, dass eine zweite Partition angelegt wird und so einiges mehr. Nun werfe ich meinen Client an und lasse ihn per PXE booten. Das PXE lädt das Linux Boot Image in den Speicher, startet es, stellt dann eine Verbindung zum Server her, kopiert ein Windows PE und die notwendigen Treiber, rebootet den Rechner, startet das PE. Das PE mountet mit Hilfe der integrierten Treiber den Share, auf dem sich die eigentlichen Installationsdateien befinden. Von dort aus wird jetzt nun das Setup gestartet, dem die notwendigen Konfigurationsdaten im Rahmen einer Antwortdatei übergeben werden, so dass das Setup selber ohne Anwenderinteraktion durchläuft. Zum Abschluss der Betriebssysteminstallation wird dann noch der OPSI Client Agent integriert, der in der Folge dann dafür verantwortlich ist, die auf diesen Client gehörende Anwendungssoftware zu installieren, so dass die komplette Installation, Betriebssystem und Anwendungssoftware ohne Anwenderinteraktion durchläuft. Das Ganze haben wir Ihnen hier natürlich in Zeitraffer gezeigt, damit es nicht so langweilig wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zu OPSI finden Sie unter opsi.org oder uib.de. Dankeschön.